der Hof und komplett zusammen mit den Dachtüren. Ja. Ja, da vorne! Ja, ich schau mal oben. Hallo? Ja, dann werde ich die Netzwerke abwenden, wir werden das nicht merken. Es ist da genau gegangen und wir sind bereits unterwegs. Komm. Ein Wohnhausbrand, ein klassischer Brand, der über eine Mülldeponie, also einen Müllabstellplatz entstanden ist und dann über eine brennbare Fassade über das ganze Haus sich verteilt hat und dann auf den Dachstuhl übergegriffen hat. Wir haben einen Vollbrand am Dachstuhl und haben das ganze Haus mit ungefähr 20 Parteien jetzt einmal voll evakuiert. Somit ist einmal niemand zu Schaden gekommen, aber das Haus natürlich ist ein Totalschaden. Die Vermutung liegt natürlich sehr nahe, ob wir eventuell hier einen Brandstifter haben, wir wissen es aber nicht, dass da gilt einmal vorerst einmal die Leute zu retten und zu sichern und den Brand zu lokalisieren. Alles andere muss dann die Polizei natürlich in der Brandermittlung machen. Meine Mutter hat mich angerufen, kurz nach 6 Uhr, dass das Haus brennt, das herunten steht. Ich bin umgegangen und habe gefragt, was passiert ist, nur sie hat mir nicht viel sagen können und hat mir nur gesagt, dass die Katzen noch drinnen sind im Haus. Ja, wie ich bei mir rausgegangen bin, sieht man von Hof um. Ja, alles rot gewesen. Lauter Funken hat man fliegen gesehen. Wie ich vor den Vierer gegangen bin, alle fertig gewesen. Eh schon alles, Feuerwehr und Polizei, alles da gewesen. Ja, jetzt warten wir, dass wir wir rein können oder dass wir die Katze rauskriegen und schauen, wie es drinnen ausschaut. Mutter haben wir schon untergebracht woanders.